Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle und Kopf. Ja, der Teller ist nun fertig. Und nun für Traktor in der Garage zur Reparatur. Und zwar können wir oben sehen: die Anzeige, Zustand und Pflege. Und den Preis, den wir dann bezahlen werden. Ansonsten ist alles mit dabei: Hammergewicht, also das vordere Gewicht. Dann haben wir das unsere Tellermaschine. Gut, das sind bei 2%. Aber wir haben es eh dabei, dann machen wir gleich fertig. Traktor, Mercedes-Benz Track 1800, schon 80% und Pflege 91. Man kann hier noch was reduzieren, aber man denkt, naja gut, kann ich mir nicht leisten, mache ich weg. Wir drücken mal auf Start. Es dauert sogar ein bisschen was. Gut. Einige Sekunden, aber Stunden sogar, ne? Oh, sogar Tag. Wahnsinn. Ist aber im Grunde realistisch, dass die Zeit wird länger dauert, ne? Gut, alles gepflegt, alles raus. Dann werde ich mal den Traktor rausfahren. Das andere machen wir gleich mal. Die aktivieren wir gleich, und zwar ich werde mal jetzt den Traktor in die Garage stellen oder in die Halle, also das Gerät jedenfalls, und da wir die Arbeit fertig sind, muss ich ein bisschen Zeit überspringen, und zwar bis zum mittleren Herbst, späten Herbst, wo man dann mit der Aussaat beginnen könnte, ne? Oder theoretisch. Unser Hänger drinne. Hatte ich ganz vergessen. Könnten aber auch heute auch noch was verkaufen, ne? Denkt mal, wir haben noch was da an Getreide im Lager. Das könnten wir machen. So kommen wir nicht rein. Ja, und einen weiteren Plan, früh, weiß ich nicht genau. Macht, glaube ich, wenig Sinn. Hab ja im Prinzip gut getellert, recht tief, was geht, ne? Der Boden ist locker. Muss nur noch entsprechend die Witterung entsprechend alles schön verrotten, kann man sagen, ne? So, und Bremse an. So. Hängen wir das Ding raus, ne? Bisschen brutal, aber es geht ab, ne? Ja, das gute Stück sieht so aus, ne? Das Gerät hat der Stahl. Auch der nutzt irgendwann ab und muss erneuert werden. Also die ganze Scheibe. Da fliegen die alten Scheiben in Schrott und kommen neue an. So. Da werden wir uns jetzt mal um den Anhänger kümmern. Hoffe, dass wir auch was drin haben, ne? Im Lager. Also ich habe noch was drin gelassen. Wollte alle erst früher verkaufen, aber mal sehen. Geben wir ja die Zeit. Der Nutzen sinnvoll, ne? Mein. Schlafen ist ja auch so eine Sache, ne? Ups, andersrum lenken. Ja, das ist verkehrt. Mit der Aussaat, bin mir nicht ganz sicher, ob wir das hier mit Gaspedal, ne? Ich bin einfach. Und mit Lenkrad. Tastatur ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Müsste eigentlich noch Getreide im Lager sein. Da habe ich eigentlich was drin gelassen. Oh. Unser schönen Anhänger.
die Schläuche. Die kommen nicht ran. Da erscheint jetzt kein Punkt. Hier kann man das Zugbau herunterfahren. Da muss man kurz gucken. Hier ist der andere. Jo. Dann machen wir anders. Wir gehen hier ran. Gut, dann ist das so, ne? Aber jetzt fahren wir vorwärts rein. Unser Vorratslager für unsere Ernte. Das habe ich am Dachboden eingelagert. Mal sehen. Obwohl, na gut, Reise einen Tag, zwei Tage. Wird nicht viel getan haben. Ja, da haben wir ja nicht mehr viel da, ne? Aber immerhin noch was. Tankmenge 17.000. Ich überlege mir mit dem Flug Laie und einen Angestellten das machen lasse. Mit einem größeren Traktor dafür. Ich überlege es. Tendiere dafür. Weiß nicht genau, ob wir auch Winterweizen kriegen. Aber August Aussaat ist noch nicht sinnvoll. Das war zu früh. Also frühestens Oktober. Würde ich mal meinen. Ist nicht jedes Jahr gleich, ne? Es gibt schon, hab schon Jahre erlebt, da waren wir schon Winter gewesen. Alles gefroren, dann geht natürlich nichts mehr. Aber das ist die Ausnahme, ne? Ich habe ein kleines Rohr. Da bin ich ein bisschen zu klein geraten. Ich darf nicht in der Gefahr laufen, irgendwann zu verstopfen. Ecken und Kanten hier, 90 Grad Winkel, ist eh ungünstig, wegen, wenn man eine Spirale rein will, zum Rohr reinigen, Abschlussreinigen und so, sind 19 Grad Winkel nicht üblich. Weil dann kommt man nicht weiter. Man müsste höchstens zwei kleinere Winkel nehmen, das 45 Grad sind, dann kann man auf 90 Grad kommen, insgesamt. Cool, ein Liter noch. Dann haben wir noch 723 Runden. Na gut, das machen wir nächstes Jahr, ne? Ansonsten mal gucken. Lage 1. Na, da haben wir nichts mehr da. Okay, auf zum Hafen. Jo, sei gegrüßt. Der Hahn vom Dienst. So. Tja, die KI-Bauern sind hier wohl nicht aktiv. Mission hat noch keine gesehen. So, mal gucken. Rechts. Mir geht dringend nicht. Maus machen. Hab gedacht, mach mal wieder aktiv. Ist nicht. Wahrscheinlich in anderen Tracking gemeint. Tracking meine ich jetzt hier Steuerung mit den Augen. Gibt auch noch Tracking, wo man am Ohr anhängen kann. Also an der. An Ohr nicht, aber am Kopf. Viel mehr und das dafür braucht man Kopfhörer. Hab ich mal gesehen. Ob das besser ist. Ja. Könnte auch sein. Würde ich ja persönlich nicht testen wollen. Ist da noch ein Bauhof? Sieht so aus, ne? Ein Haus.
So. Ein kleines Kaninchen, aber wirklich klein. Gibt es ja nicht mehr in dem Sinne. Bei mir im Norden ist, gibt es sowas, ja, Kaninchen müssten schon noch da sein, aber wenig, ne? Dafür sorgt der Fuchs. Hier in Österreich habe ich noch keinen Fuchs gesehen. Kaninchen, Fasan, ja. Den Fasan, den Hahn, den hört man ab und zu mal. Aber ansonsten, mal ein Reh, ja. Wildschwein auch keine gesehen, also ich habe keine Spuren davon, also aufgehört wäre oder so. Aber Hasen mögen eigentlich trockene Frühjahr und nicht allzu kalte. Also Regen und so, das bekommt den nicht, das ist gerade für Jungtiere, ne? Die Jungtiere, die sind eher auf, naja, das ist ja ein Tier der Steppe, kann man sagen, und die wollen eigentlich trocken. Mit trockener Kälte können die wohl umgehen, aber mit der Nasse, das Durchnässen, das bekommt den nicht. Aber gut. Es gibt verschiedene Jahre, ne? Letztes Jahr war April schon recht sommerlich, kann man sagen. Nächster, wollen wir den Eimerstraße nicht so entgegen. Also eigentlich kommt hier keiner entgegen. Mehrspielermodus sollte es hier eigentlich auch geben. Aber wann das kommt, keine Ahnung. Ob das hier einzelne Höfe sind oder gemeinsam hochbetreiben, das weiß ich auch nicht, oder ob man wählen kann. Die große Auswahl ist ja gar nicht, ne? Anführungszeichen. So, sind wir. Ah, ja, hier, Start. Schauen wir, was wir kriegen an Geld. 87.000 haben wir jetzt. Mal Bremse anmachen, ne? Haut er ab. Ja, das ist ähnlich wie im LS. Also rund 8.000. Naja. Das können wir hier auswählen. Wäre mal interessant. Oder geht hier irgendwo... hier sicherlich was kaufen könnte. Ach da. Wäre mal interessant zu wissen, ob wir hier Silage kaufen könnten. Ne? Dann wäre das vielleicht mit ein, zwei Rinder zum Anfang. Anfang kann man sagen. Ne? Und nur testen, wie man die versorgen kann. Ne? Also lange schlafen liegt dann nicht. Ne? Das hat eher ein Problem, weil ja Landwirtschaft, gucken, ob wir die kriegen können. Nichts kaufen, aber immer gucken. Ja, Gerste, Weißrocken, Mais. Für Hühner haben wir keine, ne? Also, geht das nicht. Macht keinen Sinn. Die wollen ja nicht scharren, ne? Das heißt, handeln und verkaufen, das ist ja nicht unser Job. Dazu müsste man die Marktpreise wissen, wann die, wie sich entwickeln. Ne? So, geht nach Hause. Ja, eine Fuhre, mehr war ja nicht. Ne? 8.000. Na, reich werden wir damit nicht. Müssen wir höchstens die Erträge steigern. Steigern durch ja, aber Flügen kostet ja auch schon ein bestimmtes Ausleihgerät, kostet sicherlich was kostet ungefähr, was würde im Prinzip so ein Traktor kosten mit 380 PS, braucht schon
Also Mieten für 5.000 und ein Flug. Wir brauchen ja mindestens für den Flug brauchen wir ein großes Gerät. Da reicht oder hier ein Deutz. Was bringt der? 238 PS. Der kostet 4.006. Gewicht kann man sich ja kaufen zur Not, aber wie gesagt, das ist wie gesagt für Tierraum Futter, das ist das einzige Problem, ne? Haben wir noch nicht. Daher fällt das immer aus. Flüge viermal. Tiefenlockere, 2 Meter. Der braucht 150 PS. Also der braucht lange, 3 Meter. Da. Ja, für Düngen ist noch zu früh. Das ist, müsste nur wachsen, ne? Wie gesagt, ein Flug? Mal gucken. Gibt ja hier 4 Stück. Wir brauchen dann mindestens einen großen, ne? Das ist der 1,80. Und der braucht 330 PS. Also wird ein Deutz theoretisch schon reichen. Theoretisch. Ja, da würde reichen. Also Flüge noch so früh, da müssen wir erstmal ein paar Nächte schlafen, ne? Jetzt haben wir ja August, September, Oktober. Locker 60 Tage, würde ich meinen. Wenn man behaupten, was gehen würde, theoretisch. Von daher schwierig, ganz schwierig. Flügen ist wirklich, das kostet ja im Grunde ein Ertragprinzip. Also dann kommen wir nicht in den grünen Zweig. Also Flügen geht ja mal nicht. Also selbst wenn wir jetzt jemand uns noch einstellen würde, das machen würde. Wäre das so teuer, dass wir eine halbe Ernteprinzip vergeuden würden. Dann würde ich lieber im November die Aussaat vornehmen. Ja, Weizen oder ist ja egal. Muss mal gucken, was die so bringen, ne? Roggen könnte man auch machen. Fruchtfolge ist hier noch nicht vorgesehen, glaube ich. Da müsste. Wo treibt er sich denn rum? Der Hund. Aber es war interessant, dass die Tiere auch mal woanders sind, ne? So, da ist die Seemaschine. Wir werden mal die Seeeinheit vorbereiten und schon mal alles einkaufen, dass wir startklar sind, ne? Jetzt haben wir Uhrzeit 18, so die Zuschauer, das passt genau. Dann sag ich mal tschüss, ciao, ciao. Jo. Mal schauen. Morgen werde ich wahrscheinlich die Einheit nehmen und das Gerät für die Aussaat mit Gruppen und schon mal alles einkaufen und dann eine Möglichkeit dann nachher schlafen bis Oktober, November und dann nachher sehen, dass wir da die Winter, ja, Winterweizen, Winterrocken, ist ja egal. Ich glaube eher Winterweizen und Gerste. Rocken weiß ich gar nicht genau. Aber tschüss, ciao und vielleicht sehen wir uns mal wieder. Tschüss. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen.